Heute startete der neue Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF Phoenix. In den kommenden Monaten wird das Programm außer über Satellit auch in immer mehr Kabelnetzen zu empfangen sein. Bis Anfang 1998 können voraussichtlich 80% der deutschen Fernsehhaushalte den neuen Spartenkanal sehen. Phoenix ging heute Morgen auf Sendung und erlebte seine erste Live-Übertragung. Die Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Tokio an Bundespräsident Roman Herzog. Der neue Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF kann ab heute von rund 6 Millionen Fernsehhaushalten empfangen werden, per Astra-Satellit 1D. Das Programm von Phoenix, Live-Übertragungen von Parlamentsdebatten, Kirchen- und Parteitagen. 16 Stunden Sendung am ersten Tag, eine Herausforderung für die Macher. Sind Sie mit dem Start zufrieden? War das ein Start nach Plan? Das war wirklich ein Start, so wie er sein soll. Bis jetzt noch nicht eine einzige Panne, hat alles geklappt. Und wir haben heute auch ein ehrgeiziges Programm. Schalten nach Tokio, haben den Wahlkampfauftakt der britischen Konservativen, so wie es aussieht, klappt alles prima. In dieser Woche wird Phoenix live aus dem Bundesverfassungsgericht übertragen und vom DGB-Beschäftigungsgipfel. Der neue Spartenkanal, ein politisches Bildungsprogramm. Ich denke, dass wir mit Phoenix ein sehr wichtiges Programm anbieten, was auch zum Kernauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gehört, nämlich zu informieren und aufzuklären. Und zwar nicht nur über nationale Ereignisse und Entwicklungen, sondern über das internationale Geschehen. Und zwar sehr direkt und ungefiltert, sodass sich das Publikum ein eigenes Urteil bilden kann. Information pur und das ohne Werbung. 14 Pfennig der Rundfunkgebühren pro Monat gehen in den Phoenix-Etat. Vergleichsweise wenig bei über 100 Stunden Programm pro Woche von 8 Uhr morgens bis Mitternacht.